Wie steht es mit der Vereinbarkeit von direkter Demokratie mit EU und Völkerrecht? Und darauf bezieht sich meine Gliederung, die Sie kennen. Der Ist-Zustand, davon gehe ich jetzt aus, die Gesetzgebung des Bundes ist eingefügt in zwei höhere Rechtsordnungen, das Völkerrecht und das EU-Recht. Ich beginne mit dem Völkerrecht. Nach Artikel 25 Satz 2 Grundgesetz gehen die allgemeinen Regeln des Völkerrechts den Gesetzen des Bundes vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes. Für die anderen Bestandteile des Völkerrechts gilt dies nicht. Insbesondere die von Deutschland abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträge haben innerstaatlich lediglich den Rang eines einfachen Bundesgesetzes. Wenn also später Bundesgesetze erlassen werden, die dem Vertragsinhalt widersprechen, gelten nach der Lex Posterior-Regel diese jüngeren Normen. Die innerstaatliche Geltung der völkerrechtlichen Verträge wird damit ganz oder teilweise aufgehoben. Es kann also ein Konflikt zwischen völkerrechtlicher Außenbindung und staatsrechtlicher Innengeltung entstehen. Soweit eine internationale Gerichtsbarkeit besteht, kann Deutschland wegen dieser Verletzung seiner völkervertragsrechtlichen Verpflichtung verklagt werden. EU-Recht. Beim EU-Recht ist nach den rechtlichen Formen zu differenzieren, in denen die Organe der Union ihre Zuständigkeiten ausüben. Artikel 288 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union bestimmt, eine EU-Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Eine EU-Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden Zieles verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel. Und schließlich die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich. Soweit das EU-Recht Anwendungsvorrang genießt, ist ein Geltungswiderspruch zwischen deutschem und europäischem Recht nicht möglich. Die Gerichtshof der Europäischen Union sichert die EU-Rechtskonformität des Bundesrechts. Desgleichen, allerdings mit umgekehrter Blickrichtung, also keine Kompetenzüberschreitung sekundären Unionsrechts des Bundesverfassungsgerichts. Jetzt komme ich zur Konzeption der hier behandelten Reformen. Diese bestehende Rechtssituation finden die einzuführenden direktdemokratischen Verfahren auf Bundesebene vor. Die Einbindung in die beiden höheren Rechtsordnungen des Völkerrechts und des EU-Rechts ist A zu respektieren. In diesem Zusammenhang ist erfahrungsgemäß vor Souveränitätsillusionen und Überschwang zu warnen. Beide Einbindungen bestehen seit mehr als einem halben Jahrhundert. Sie sind nunmehr über zwei Generationen hin gewachsen und gründen auf einem Fundament der Bejahung des Völkerrechts und des Bekenntnisses zu einem vereinten Europa, welch letzteres in Deutschland aus den bekannten historischen Gründen wohl am stärksten unter den Völkern dieses Kontinents ist, allen jüngsten Irritationen und Zweifeln im Zusammenhang mit der Währungskrise zum Trotz. Dies hat jede realistische Reformpolitik zu bedenken. Tilman Evers hat schon vor 25 Jahren konstatiert, die Vorstellung, mit dem Mittel des Volksentscheids über das Ensemble der Gesellschaft verfügen zu können, läuft auf den Größenwahn hinaus, per Mehrheitsbeschluss Geschichte ungeschehen zu machen. Diese Rechtssituation ist aber B zu bejahen. Es geht um mehr als Anerkennung der Macht des Faktischen. Die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes und das Ziel der Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas, das ist die Formel seit 20 Jahren,
sind politische Höchstwerte. Die entsprechende Einbindung der Gesetzgebung des Bundes und deren Sicherung durch unabhängige Gerichte sind rechtskulturelle Errungenschaften, die nicht nur hinzunehmen sind, sondern bejaht werden sollten. Ein Zurück in den Zustand der souveränen Freiheit vor Beginn jener Einbindungen, also mindestens bis ins Kaiserreich zurück, ist alles andere als wünschenswert. Auch direkte Demokratie sollte nicht dahin streben. Und ist diese Einbindung C zu sichern? Fragezeichen. Zur Einführung die Problematik sei ein lehrreiches Beispiel aus der Schweiz betrachtet. Unvermeidlich, das kam schon mal. Eine Volksinitiative, die den Artikel 72 der Bundesverfassung überschrieben, Kirche und Staat, um einen Absatz ergänzen wollte, der Bau von Minaretten ist verboten. Dass diese Initiative rechtlich hochproblematisch war, lag auf der Hand. Aber wie wir beikommen? Da sie als Verfassungsinitiative konzipiert war, konnte man ihr nicht das bisherige Verfassungsrecht entgegenhalten, also etwa Artikel 15 der Bundesverfassung über Glaubens- und Gewissensfreiheit, das sie ja gerade modifizieren wollte. Die schweizerische Bundesverfassung kennt auch keinen änderungsfesten Kern, etwa im Sinne des Artikels 79 Absatz 3 Grundgesetz, in dem man dieses Vorhaben hätte scheitern lassen können. Die Bundesverfassung enthält allerdings für Volksinitiativen einen Völkerrechtsvorbehalt, aber danach kann die Bundesversammlung nur solche Initiativen für ungültig erklären, die zwingende Bestimmungen des Völkerrechts verletzen, das ist der Artikel 139 Absatz 3. Aber als Verletzung dieses völkerrechtlichen Kerns, üblicherweise wird genannt Völkermord, Sklaverei, Folter, konnte man die damalige Initiative nicht ansehen. Es wurde also über die Initiative abgestimmt, es wurde angenommen und seit 2009 enthält die Bundesverfassung nun eine neue Verfassungsbestimmung, welche die durch Artikel 9 Europäische Menschenrechtskonvention gewährleistete Religionsfreiheit einschränkt, ohne die dort in Absatz 2 genannten Rechtfertigungsgründe. Ferner kann man einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sehen und auf den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte verweisen. Wir haben also eine für die Schweiz fatale Völkerrechtsverletzung durch nationales Verfassungsrecht, die zu heilen schwierig und langwierig sein wird. Spielt man diesen Fall hypothetisch für Deutschland durch, kann man zunächst durchaus darauf bauen, dass ein verfassungsänderndes Volksbegehren für ein Minarettverbot schon bei der Prüfung der Verfassungsmäßigkeit scheitern würde, wenn man es als Verstoß gegen Grundelemente des Gleichheitssatzes und damit gegen die Menschenwürde, also den änderungsfesten Kern des Grundgesetzes, qualifiziert. Häusner hat deshalb vorgeschlagen, unter anderem mit Blick auf jeden Präzedenzfall, ich zitiere, bei Einführung von Volksgesetzgebung auf Bundesebene verfassungsrechtlich festzulegen, dass Volksgesetze und Volksverfassungsänderungen nicht gegen völkerrechtliche Bindungen verstoßen dürfen. Zitat Ende. Den Ausweg, dass das Volk völkerrechtliche Verträge kündigen dürfe, lehnt er aus Gründen der Gewaltenteilung ab. Und er meint, die Einhaltung der Grenzen des bindenden Völkerrechts wäre vom Bundesverfassungsgericht präventiv zu kontrollieren. Das klingt zunächst sehr rigoros und scheint Ängstlichkeit zu verraten. Deshalb ist festzuhalten, dass Häusner nicht zögert zu fordern, dass konsequenterweise das Verbot widersprechender Rechtsetzung auch auf die Parlamentsgesetzgebung ausgedehnt werden müsse. Ich will noch ein anderes Beispiel bringen, um von den Minaretten herunterzukommen.